Ich zeige euch heute einen sehr einfachen Weg, wie ihr innerhalb weniger Stunden 350 Euro oder mehr verdienen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Internetverbindung und euer Handy oder ein Laptop. Und es ist wirklich kinderleicht. Ihr könnt das, was ich euch heute zeige, neben eurem Beruf, neben eurem normalen Job ausüben, aber auch Vollzeit machen. Und ich zeige euch, wie das geht. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Franzi und ich zeige euch auf meinem Kanal, wie ihr von zu Hause aus online Geld verdienen könnt. Mit verschiedenen Businessmodellen wie zum Beispiel E-Commerce, Dropshipping, digitale Produkte verkaufen, Affiliate Marketing und so weiter. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir starten damit, dass wir nach Kleinunternehmen suchen. Das können Kleinunternehmen sein in eurer Nähe, in eurer Stadt, in eurer Region. Das können aber auch Kleinunternehmen auf der ganzen Welt sein. Das ist eigentlich ganz egal. Ihr müsst einfach entscheiden, ja, wo ihr euch drin wohler fühlt, ob ihr auch andere Sprachen sprechen könnt und diesen Service eben auch weltweit oder in anderen Ländern anbieten könnt. Was wir dafür als allererstes tun, ist, wir benutzen unseren guten Freund ChatGPT und wir fragen ChatGPT erstmal, was für Arten von Kleinunternehmen gibt es denn zum Beispiel in eurer Region? Aber ihr könnt die Frage auch allgemein stellen, damit ihr einfach mal so eine Liste bekommt, ja, von Arten von Small Businesses, die es eben so gibt. Ihr könnt die Suche ebenfalls über das Google AI Tool Gemini starten. Das funktioniert eigentlich genau wie ChatGPT. Ihr schreibt da einfach rein, schreibe mir bitte eine Liste von Arten von Kleinunternehmen, zum Beispiel in Stuttgart, so wie ich es gemacht habe, und dann bekommt ihr eine Liste. Wir sehen dann hier zum Beispiel im Handwerk, Kfz-Gewerbe, Baugewerbe, Friseur, Handwerk oder Kosmetikstudios. Wir sehen hier Dienstleistungen, Unternehmensberatung, IT-Dienstleistung, Marketing, Grafikdesign, Einzelhandel, Großhandel, Onlinehandel, Gastronomie, also Restaurants, Hotels, Reisebüros. Und dann haben wir eben schon die Small Businesses, die wir nutzen können für unsere Dienstleistungen, die wir dann anbieten werden. Was wir danach machen, können wir auf zwei verschiedene Art und Weisen machen. Die erste Art und Weise ist über die Google-Suche. Und zwar suchen wir dann eben hier über Google nach einer Art von Kleinunternehmen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise für ein Kosmetikstudio entschieden haben oder für einen Handwerker, dann geben wir das bei Google ein. Und das Ziel ist dann herauszufinden, welcher dieser Unternehmen eben keine Webseite haben. Wir werden diese Unternehmen nämlich dann anschreiben und unsere Dienstleistung, nämlich Webseiten bauen, anbieten. Und stopp, bevor ihr jetzt wegklickt, weil ihr sagt, ich kann gar keine Webseiten bauen, Franzi, was erzählst du mir da? Ich kann das gar nicht anbieten. Ich habe da ein grandioses Tool für euch, mit dem ihr diesen Service anbieten könnt. Also wartet kurz eine Sekunde, ich zeige es euch gleich. Wir sind aber jetzt noch beim Schritt Google-Suche. Wir suchen uns dann hier ganz einfach aus, wer hat keine Webseite. Man kann das hier bei Google ganz einfach sehen. Wenn ein Unternehmen eine Google-Eintragung hat und eine Webseite, dann wird da das Icon sein mit dem Website-Logo, mit dem Website-Zeichen. Das heißt, die haben eine Webseite. Manche haben dieses Icon aber nicht. Das bedeutet, dass sie keine Webseite haben. Und was wir dann machen ist, wir schreiben uns dann die Daten aus diesem Unternehmen raus. Das ist dann meistens eine Telefonnummer bei Google. Und wir notieren uns einfach mal den Namen des Unternehmens, das wir dann eben ansprechen werden. Plus die Kontaktdaten, also die Telefonnummer. Das schreiben wir uns auf ein Blatt Papier, eine Word-Datei, was auch immer euch lieb ist. Und ja, recherchieren da einfach mal, wie viele Unternehmen es in dieser Branche gibt, die keine Webseite haben, und notieren uns das alles. Was wir auch machen können, ist, wenn man ja am Anfang nicht so gerne anruft bei Leuten, ich weiß, dass manche nicht so gerne ja, zum Telefon greifen und dann direkt anrufen, ist das E-Mails rauszusuchen. Das geht über unseren zweiten Weg ganz gut, und zwar über die Facebook-Suche. Und da können wir ebenfalls nach Unternehmen suchen. Wir suchen da nach Seiten. Das heißt, ihr gebt dann einfach ein Kosmetiker oder Kosmetikstudio oder Handwerker, Grafikdesign, was auch immer, und könnt dann sogar den Standort definieren. Links über die Leiste gebt ihr dann zum Beispiel Frankfurt oder Stuttgart ein, wo auch immer ihr euch eben befindet. Und dann könnt ihr euch die verschiedenen Seiten angucken, könnt dann eben sehen, ob die eine Webseite haben oder nicht. Wenn sie eine haben und sie nicht so toll aussieht, könnt ihr das denen dann trotzdem auch anbieten, dass sie eine Webseite für sie baut. Und hier ist eben der Vorteil, dass wir E-Mail-Adressen sehen können.
Also, wir müssen da nicht anrufen, sondern wir schreiben uns dann daraus die E-Mail-Adresse raus, die wir dann verwenden können, um diese Unternehmen eben anzuschreiben. Wenn wir dann so eine Liste erstellt haben mit potenziellen Kunden für unseren Service, dann können wir nochmal ChatGPT oder Gemini nutzen, um uns ein Template zu bauen, was ja die E-Mail angeht, die wir dann eben versenden, um ja professionell zu klingen. Die E-Mail kann man dann noch immer wieder anpassen auf das Unternehmen, das wir eben anschreiben werden. Das heißt, dann haben wir einfach so ein Template, das wir immer wieder nutzen können. Also tipp dann einfach bei Gemini an, ich möchte das und das anbieten, ich möchte einen Website-Service anbieten und Kunden damit anschreiben, schreib mir bitte eine professionelle E-Mail dafür und dann nutzen wir dieses Template, um sie anzuschreiben. Jetzt kommt es dann zum spannenden Teil und zwar, wir werden ja dann die Webseiten kreieren. Bevor wir das anbieten, sollten wir erstmal für uns selbst eine Webseite bauen, um eben ja etwas vorzeigen zu können, was wir denn schon mal gemacht haben, weil oftmals wollen ja Kunden dann sehen, ja, zeig mal deine Arbeit, wie sieht es denn aus, was du bisher so gemacht hast. Und deswegen sollten wir erstmal eine Webseite für uns erstellen. Was wir auch machen könnten, ist den Service bei den ersten 3 bis 5 Kunden gratis anzubieten, um eben Referenzen zu sammeln. Das liegt einfach ganz bei euch. Ihr könnt da selbst entscheiden, wie ihr vorgehen möchtet, um eben ja ein bisschen was vorzeigen zu können. Wir gehen jetzt auf die Seite Hostinger und über Hostinger könnt ihr über künstliche Intelligenz Webseiten erstellen. Das geht richtig, richtig einfach. Wir gehen jetzt als allererstes auf die Hostinger Webseite. Da seht ihr, dass man hier alles bekommt, um eine professionelle Webseite zu bauen und die kostet euch dann 2,99 im Monat. Das ist, glaube ich, der Basispreis, aber ihr gebt den Preis natürlich weiter an eure Kunden. Das zeige ich euch dann gleich, wie wir das machen. Um euch da zu registrieren, wenn ihr dann Kunden habt, dann zum Beispiel, geht ihr auf Claim Deal, dann sucht ihr euch einen Plan aus, zum Beispiel einen Businessplan. Da müsst ihr dann einfach gucken, was am besten zu eurem Kunden passt. Dann kommt der spannende Part, ihr werdet dann weitergeleitet und da seht ihr, da gibt es verschiedene Pakete, die auch für verschiedene Zeiträume angeboten werden. Zum Beispiel für 12 Monate oder 48 Monate, auch für einen Monat, aber das ist ein bisschen wenig. Das Gute hier ist zum Beispiel bei diesem Paket, dass man hier eine Gratis-Domain für ein Jahr bekommt. Und das könnt ihr wieder weitergeben an eure Kunden und sagen, hey, bei mir bekommt ihr für ein Jahr sogar eine Gratis-Domain, dafür müsst ihr nichts zahlen, wenn die Kunden sich zum Beispiel für einen 2-Jahres-Vertrag entscheiden. So, wir haben uns jetzt dafür entschieden. Dann könnt ihr euch registrieren, entweder mit eurem Google-Account oder E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann geht es auch schon weiter zur Bezahlung. Und ihr seht hier, der Hostingplan 24 Monate kostet $107. Mit Steuern sind wir bei $128. Wenn ihr hier noch meinen Code verwendet, kriegt ihr 10% Rabatt. Mein Code FranziMar, ich werde es euch unten nochmal reinschreiben, dann bekommt ihr 10% Rabatt. Und dann zahlt ihr nur noch $115. $115, das sind ungefähr 105 Euro, sagen wir mal 100 Euro, ja, damit es glatt bleibt. Wir können den Service dann zum Beispiel für 450 Euro anbieten. Also wir sagen, wir bauen dir die Webseite für 450 Euro und dann habt ihr nur diese 100 Euro Ausgaben, also 350 Euro Gewinn für wirklich wenig Aufwand, wie ihr gleich sehen werdet. Also ihr braucht dann nur einen Kunden und der bringt euch 350 Euro. Wenn ihr 4 Kunden im Monat schafft, ihr braucht nur 4 Leute im Monat, die den Service buchen, habt ihr schon über 1000 Euro einfach so nebenbei gemacht mit Hostinger, mit dem Website-Builder. Ihr würdet das hier dann einfach buchen und dann geht es auch schon weiter und ihr könnt die Webseite bauen. Wir sind dann auf der Seite und klicken hier auf Einrichten und dann können wir auch direkt sagen, ob wir die Webseite für uns selbst oder ein anderes Unternehmen kreieren. Wir können hier eine Webseite erstellen oder übertragen. Das heißt, wenn wir schon eine andere Webseite haben und die einfach nur über Hostinger überarbeiten wollen, zum Beispiel können wir hier auch eine Webseite übertragen. Wir erstellen jetzt aber eine neue und dann nutzen wir hier den Hostinger Website Baukasten. Da können wir nämlich kinderleicht Webseiten bauen. Wir könnten auch WordPress nutzen, aber wir benutzen jetzt den Hostinger Baukasten. Wenn wir bereits einen Domainnamen haben für unseren Kunden oder für uns selbst, können wir den hier eintragen, beziehungsweise wir können hier einen Domainnamen raussuchen für den Kunden. Meistens haben die ja schon einen Namen für die Firma, den man dann verwenden kann als Domain. Dann nehmen wir da zum Beispiel irgendeinen Domainnamen ein und dann können wir sehen, ob die Domain vorhanden ist und was die kosten würde. Die ist ja im ersten Jahr jetzt kostenlos. Aber wir können hier auch erstmal eine temporäre Domain verwenden, um das Tool einfach mal zu testen. Und jetzt
seht ihr schon, die KI wird die Webseite in wenigen Minuten erstellen. Alles, was die KI dafür braucht, sind ein paar Informationen zu dem Unternehmen. Das heißt Markenname, Art der Webseite und eine Beschreibung. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wir haben ein Kosmetikstudio rausgesucht, das keine Webseite hat und wir möchten dafür eben eine Webseite erstellen. Dann suchen wir uns die Art der Webseite aus. Das ist dann zum Beispiel eine Unternehmensvorstellung oder auch nur eine Landingpage und geben hier dann genau ein, was die Marke ausmacht in ein paar Sätzen, welche Farben, Schriftarten und so weiter man verwenden möchte. Hierfür könnt ihr auch wieder ChatGPT nutzen oder Gemini oder ihr könnt auch die Kunden selbst fragen, was sie dann so ausmacht als Unternehmen, wie sie auftreten wollen. Jetzt ist es ein Kosmetikstudio, soll das irgendwie sehr luxuriös, elegant aussehen, so high-price-mäßig. Ich schreibe jetzt hier einfach mal was hin, damit ihr sehen könnt, wie das dann am Ende aussieht. Ich habe dann hier jetzt zum Beispiel so einen Text eingegeben. Dann kann man hier noch Personalisierungseinstellungen wählen. Also wie soll der Stil sein? Modern, schlicht, elegant. Dann können wir zum Beispiel elegant wählen. Das passt ganz gut zu meiner Beschreibung. Und die Farben, da kann man eben sagen beliebig. Oder wenn man eine eigene Farbpalette hat, kann man hier dann eben auch die Farben einfügen. Die Codes, die man hat, um diese eben auf die Webseite zu übertragen. Da müsst ihr dann einfach mit den Kunden sprechen. Ich schreibe jetzt einfach mal beliebig. Und dann klicken wir auf Webseite erstellen. Und wir schauen jetzt mal, was da so gezaubert wird. So sieht dann die Webseite zum Beispiel aus. Mega cool. Innerhalb von wenigen Minuten ist sie erstellt. Ihr könnt dann da die Texte abändern. Ihr könnt sogar die Bilder, die ihr da seht, durch andere AI-Bilder ersetzen und da einfach einfügen, was für Bilder ihr haben möchtet. Also hier ist wirklich alles auf künstlicher Intelligenz basiert. Und ihr habt dann eben eine Webseite erstellt, ohne dass ihr euch irgendwie mit Coding oder sonstigem auskennen müsst. Ihr müsst nicht mal beim Baukastensystem irgendwie zu viel rumspielen, sondern ihr könnt einfach beschreiben, wie das Unternehmen aussieht, was das Unternehmen ausmacht und schon wird euch so eine Webseite generiert, wo ihr dann hier und da noch so den kleinen Feinschliff machen könnt. Übrigens findet ihr hier beim Website-Builder auch verschiedene Templates, die ihr nutzen könnt, wenn ihr so starten möchtet und könnt da einfach mal so schauen, was es so gibt, ob es da schon was gibt, was zu euren Kunden passt. Und wenn ihr was gefunden habt, könnt ihr dann einfach entweder zur Vorschau gehen, da wird euch dann die Webseite gezeigt, einmal als Desktop-Version und einmal auch für Mobile. Und ihr könnt dann eben hier mit starten und mit diesem Template beginnen und die Webseite anpassen. Dann geht ihr zum Beispiel hier auf eins drauf, dann klickt ihr auf Vorlage wählen und könnt dann da einfach anfangen, die Webseite anzupassen. Und somit könnt ihr dann 450 Euro dafür verlangen, eine Webseite für Kunden zu bauen. Davon hättet ihr 350 Euro Gewinn. Wie gesagt, rechnet euch hoch, wie viele Kunden ihr dafür dann pro Monat haben müsstet, um euren gewünschten Betrag pro Monat zu machen. Ihr könnt mit meinem Code 10% sparen auf den Hostinger-Plan, um eben nochmal mehr Gewinn rauszuholen. Ich habe alles unten in die Beschreibung reingepackt, da könnt ihr es euch nochmal anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare mal, was ihr von dieser Business-Idee haltet, ob ihr es ausprobieren werdet und gebt mir gerne auch Feedback und Ideen für kommende Videos. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten knacken werden. Kommt gerne in meine Community, ihr könnt auch unserem Discord-Channel beitreten, alle Links findet ihr unten. Dann sage ich nochmal Dankeschön, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Talk to me nice, talk to me honestly.